Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Gold Edition Hardgold hier frisch in Vitalia City angekommen. Ich musste tatsächlich den letzten Part von gestern nochmal nachspielen, weil ich vergessen hatte zu speichern. Worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe, weil ich nicht gern zweimal durch den Vitalia-Wald renne. Aber jetzt sind wir trotzdem hier in Vitalia City. Ich gehe mal kurz in den Shop. Ich glaube nämlich... hi, wir können mal die ganzen Pakete abholen. Der Typ wartet sich hier wahrscheinlich schon wieder dusselig. Ah, Bolero-Bären sind mir die liebsten. Ich weiß nicht mal, was sie bewirken. Dich gefolgt von dem Piappa-Bären. Das sind die besten. Oh, er hat schon nichts mehr. Gott. Du lässt nach, Junge. Was haben wir hier? Trainerhaus. Der Club, in dem Top-Trainer kämpfen. Da gehöre ich zu. Hi, ich bin ein Top-Trainer. Ich möchte kämpfen. Willkommen im Trainerhaus, der neuen Attraktion von Vitalia City. An diesem Ort können sich Trainer untereinander austauschen. Im Untergeschoss steht noch eine Übungshalle für Kämpfer. Ich komme! Oh, hallo, hier entlang bitte. Okay. Willkommen in der Übungshalle, dem Treffpunkt für Trainer von überall her. Hier wirst du Freunden begegnen, die du per Pokéwoche getroffen hast. Pro Tag hast du einmal die Möglichkeit, gegen andere Trainer anzutreten. Wenn du dabei als Sieger hervorgehst, kannst du Gewinnpunkte abstauben. Also lege dich kräftig ins Zeug. Oh, dürfte ich einen kurzen Blick auf deine Kampfkamera werfen? Oder von mir aus? Ich drücke auch nur kurz hier drauf und lege dieses Ding um. Tada! Und das war's auch schon. Ich habe deine Kamera so modifiziert, dass sie dir auch jetzt Gewinnpunkte anzeigt. Gewinnpunkte können in der Kampfzone von Johto gegen großartige Preise eingetauscht werden. Gut, verlieren wir keine Zeit. Nimmst du dann den Übung teil? Oh klar! Ja, ich möchte speichern. Ich frage mich, ob ich jetzt noch Garantie auf meine Kampfkamera habe, wenn sie daran rummodifiziert hat. Das Teil ist dann ja quasi gehackt. Und auf der anderen Seite, ich habe ja nicht mal den Kassenbon dafür. Ich habe das Teil ja ebenfalls geschenkt bekommen. Ich muss mal mit Clarin darüber reden, dass sie mir den Kassenbon rüberrückt. Möchtest du kämpfen? Nein, ich bin hier, um Kaffee zu trinken. Los! Ja, drei Pokémon, ein Meganie! Hi. Oh, wir sind auch Level 50. Schade, ich dachte, hier gibt es doch EP, aber nein. Naja, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Na, die wird dich auch nicht mehr retten. Was habe ich getan? Ach, Mann. Was für ein Kack-Megani das ist. Aber gut, es ist gleich gut. Ohne die Citrobeere wäre schon längst weg gewesen. Ich hoffe, die haben nicht alle eine. Seriously. Weißt du was? Wage das noch einmal. Noch ein einziges Mal. Ich gebe dir einen Pokémon, das du nicht vergiften kannst. Ach ja, der Edelsamen ist aktiv. Und jetzt kommt noch das Toxin. Ich kann auch wechseln. Natürlich sind unsere Verteidigung. Natürlich kann der Ice Heap. Das hätte die Attacken überstanden, wenn die Verteidigung vorher nicht gesenkt worden wäre. Gut, dann machen wir es jetzt auf die altmodische Art und Weise. Jetzt wird zurückgebissen. Ich
bin mir gar nicht so sicher, ob ich will, dass zurückgebissen wird. So. Du weißt schon, dass Impagat schon ein Wasser-Pokémon ist. Seriously. So. Hat Impagato mal gezeigt, wer der Boss ist. Weißt du was? Du wirst kein einziges Toxin mehr einsetzen. Oh, höre ich auf sie. Verdammt. Du wirst vielleicht doch noch ein Toxin einsetzen. Ich vergaß. Dann machen wir den so. Natürlich, jetzt wo es brenzlig für ihn wird, vercheckt der sich die ganze Zeit hinter seinem Kackschutzschild. Das ist Megane hier. So. Okay. Das überlebt der Delegator aber nicht, das ist ja klar, ne? Ich wollte gerade sagen, wollen wir das Spiel hier jetzt so lange weiterspielen, bis du keine KP mehr für den Delegator hast? Und was hast du jetzt wieder? Ah, du hast eine Initiative. Warum nochmal hast du dir nicht deinen Spitzangriff erhöht? Ich meine, es ist schön und gut, dass du nochmal zuschlagen kannst, aber naja, was bringt es dir, dass du nochmal zuschlagen kannst, wenn du nicht genug Power hast, um, naja, den Kampf zu beenden? Wobei, das ist wahrscheinlich Haarspalterei. Zum Glück, der ist schon relativ schnell, aber wahrscheinlich noch nicht schnell genug. So. So ein Arsch. Ein einziger Windpunkt? Gott. Ich werde eindeutig unterbezahlt. Was ist jetzt schon wieder, Baroba? Hast du wieder neue Teile? Du hast schon wieder neue Blöcke vorbereitet. Yay. Aber das war wahrscheinlich der Anruf aus dem letzten Part. Wie gesagt, ja, ich möchte aufhören. Das ist Kacke hier. Ciao. Der Typ ist doof. Ich mag ihn nicht. Wie gesagt, ich das den letzten Part nochmal machen musste. Wenn er im letzten Part angerufen hat, hat er sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen verspätet, weil ich schneller durchgekommen bin, weil ich die ganzen Dialoge vorgelesen habe. Muss ich eigentlich überhaupt teilen? Nein! Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Hi du! Ich habe gehört, dass es über den ganzen Vetania bald unsichtbare Items fliegen. Ja. Man hört viel, wenn der Tag lang ist. Denkst du dir denn immer gute Spitznamen für deine Pokémon aus? Das Tauschen von Pokémon macht mehr Spaß, wenn sie alle interessante Spitznamen haben. Naja, also ich weiß nicht, muss die nicht unbedingt ein Pokémon haben, das irgendwelche Beleidigungen als Spitznamen hat oder irgendwelche, naja, random Namen. Guten Tag. Bis vor kurzem gab es in dieser Pokémon-Arena keinen Leiter. Aber jetzt hat ein junger Mann aus der Alabaster den Posten übernommen. Aber er ist gerade nicht da. Typisch Vetania-Arena-Leiter. Pokémon Arena von Vetania City Leiter. Punkt, Punkt, Punkt. Der Rest des Textes ist unlesbar. Sauerei. Ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium, wenn man ein Vetania City Arena Leiter sein will, dass der Arena Leiter nicht da ist. Nee, kein Item hier. Jetzt bin ich aber entsetzt. Hier lag uns früher immer eins. Naja, hat Rot wahrscheinlich aufgesammelt. Was haben wir hier noch? Ein Baum.
Zauber. Ich bin in der Sonne eingedeckt. Ich hatte einen ganz seltsamen Traum, in dem ein Traumato meine Träume frisst. Tanu, wo kommt denn diese TM her? Oh, es gefällt mir nicht. Hier, nimm die TM. TM 85 erhalten. Die TM 85 und der die Attacke Traumfresser. Route 22, das ist die Route, die uns zum Dingsens führt. Zum Eingang der Pokémon-Liga, wo diese Kreuzung war. Wow, und Ibitag auf Level 7. Was es hier nicht alles gibt. Aha, diese Straße haben sie wirklich extrem clever gebaut. Ich glaube, sie haben beim Bauen die Treppen vergessen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es schade finde, dass die ganzen Pokémon hier so schwach sind? Und jetzt sind wir hier. Nice. Alter, Pokémon-Liga, Eingangs-Siegestraße. Ups, und hier liegt immer noch nichts. Das ist immer noch nur eine Sackgasse, wie schön. Naja, dann machen wir uns mal auf den... Ich dachte gerade, hier liegt was, aber nein. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Alabastia. Und so weit hat die denn hier ein Haus gebaut. Hallo, seit wann gibt's das Haus? In Alabastia gibt es einen sehr angesehenen Pokémon-Forscher namens Professor Arch. Das ist die wunderbare Route 1. Und das ist eine Aprikose Schwarz. Ah, Route 1. Bei wann stehen hier Trainer rum? Hey, in der Schule, ich meine in der Theorie. Jetzt kommt die praktische Anwendung. Ein Senior. Auf Level 43, na die Traineranfänger aus Alabaster werden sich freuen. Das erste, was passiert ist, dass sie von so einem Typen angerempelt werden, der ihnen erstmal die Witten liest, damit sie auch ja keinen Bock haben, Pokémon-Trainer zu werden. Der nimmt den ganzen Anfänger das Geld aus der Tasche. Der fängt die alle in Alabastia ein. Der ist bestimmt von der Pokémon-Liga-Mafia beauftragt worden, dafür zu sorgen, dass keine Herausforderer mehr aus Alabastia kommen, nachdem Rutt dann den Top 4 so den Arsch aufprügelt hat. Seitdem haben die hier Leute vorgesetzt, die darauf aufpassen, dass niemand Alabastia verlässt als Traineranfänger. Die werden dafür immer gefangen sein. Ich meine, so geht das natürlich auch. Ich nenne diese Theorie die Pokémon-Anfänger-Konspiration. Ich wusste, dass er irgendeinen Rosana hat. Ich wusste es doch. Ja, eine Konzentration von Flammwurf direkt in dein Gesicht. Das stimmt sogar, der die Animation geht wirklich in ihr Gesicht. Aber lass ihn mal stehen. Ach, Electric. Bei deinem Ruf krümmen sich jedes Mal meine Ohren zusammen. Aber ich mag dich trotzdem. Danke. Oh, ein Magma. Es ist ein Surfer-Magma. Seht ihr nicht, wie elegant es surft? Magma. Wir haben Feuerfänger. Schau.
ein Kamerakauz. Dann lassen wir doch mal gleich mein Foto von uns schießen. Und einmal tschüss. Gott, Scarabons Augen sehen so herangesucht total creepy aus. Natürlich. Ein Gras, weil ich nicht aufpasse. Ein wildes Visenio. Ich meine, ein Visor. Das ist kein Visenio, das ist ein Visor. Wollen wir mal klarstellen. Hier haben wir noch einen Ass-Trainer. Aha, auf jemanden wie dich habe ich schon gewartet. Er ist sicherlich auch Teil der Pokémon-Trainer-Anfangskonspiration. Mit seinem Absol. Er hat das dabei, damit er die Leute absolut verprügeln kann. Ich weiß, der Wortsinn war schlecht. Aber ich fand ihn trotzdem witzig. Effektiv. Wer ist der? Stanislaus? Das ist aber ein seltsamer Name. Naja, ich sollte mich nicht über Namen beschweren. Da ist ein Trainer. Eine Trainerin, um genau zu sein. Du da, wie wär's mit einem Kampf? Ja, gerne. Danke, dass du fragst. Ah, ein Bisaklass, wie schön. Und ein Starmie. Na, das kriegen wir auch irgendwie hin. Das hat leider überlebt, aber die Aquamänner sollten wir dafür auch überleben. So. Keine Sorge, Anfängertrainer von Alabastia. Wir befreien euch, wir besiegen die ganzen Trainer, dann könnt ihr nicht gegen euch kämpfen. So, Route 1 ist wieder trainerfrei. Fürs Erste. Ja, Haus von Rot. Mama 2, ich bin zu Hause. Du wirst immer ein wenig meine Mami sein. Mein kleiner Rot ist auf Reis und meldet sich gar nicht mehr bei mir. Wo er jetzt wohl ist und was er dort wohl treibt? Wenn er sich nicht meldet, heißt das wohl, dass es ihm gut geht, aber ich mache mir eben Sorgen um ihn. Mach keine Sorge, Ruths Mutter. Du weißt doch, wie das ist. Wenn was ist, kommt Kinder nach Hause. Wenn nichts ist, nicht. Hi, mein kleiner Bruder ist Arenaleiter in Britannia City. Aber er verlässt die Stadt so oft, dass er den Trainern damit das Leben schwer macht. Ich sag doch, der wird dafür bezahlt. Der macht die ganze Zeit bezahlten Urlaub. Ich trainiere auch Pokémon, sieh die mir als meine Leibwächter. Muss ja ein gefährliches Leben sein, wenn du Leibwächter brauchst. Professor Arch! Oh, Sefi, danke, dass du den weiten Weg bis hierher nach Kanto gekommen bist. Na, was hältst du von den Trainern hier? Ziemlich stark, was? Ha, wie ich sehe, kämpfst du dir nach und nach auch die Orden der Arenaleiter von Kanto. Es ist sicher kein leichtes Unterfangen, aber du sammelst aber bestimmt viele wertvolle Erfahrungen. Besuche mich wieder, wenn du auch alle Orden hier erkämpft hast. Ein Geschenk wird auf dich warten. Halte die Ohren steif, Sefi. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ach, ciao. Mein Pokédex ist klasse, ist der Beste. Dank deiner Arbeit am Pokédex machen die Forschung des Professors größte Fortschritte, Sefi. Weil ich da ja auch so großen Wert drauf lege. So. Myrrhe, es wird Zeit für dich mal wieder ein bisschen in die Schlacht zu ziehen. Wir haben kein Server-Pokémon. Können wir nach Alabas? Nein, ich will mir nicht den Bericht angucken. Gott, ich vergesse immer, dass wir keinen Surfer dabei haben, weil ich ansonsten immer ein Pokémon dabei habe, das surfert. Gut, nach Alabastia können wir fliegen, dann legen wir kurz, wir legen Shiro kurz ab, weil wir sind auf dem Wasser da. Wo ist E-Ruf gelevelt, dann macht das eben kurz Pause. Wir nehmen dann einen Surfer-Pokémon und dann passt das.
Ach, dass ich daran denke. Felino war unser Server-Pokémon, ne? Ich so, wisst ihr was? Ihr nehmt Suicune-Server mit. Das ist cool. So. Wo ist der Server? Der Server. Wir sind so cool. Wir nehmen ein legendäres Pokémon als VM-Sklaven. Hier, dann hast du wenigstens mal eine Wasserattacke. Also eine richtige Wasserattacke, nicht nur Regentanz. Wobei, Suicune gehört zu den Pokémon, die eigentlich drei Typen haben könnten, die zu ihm passen würden. Der Flugtyp würde passen, weil Unwetter und so. Weil es basiert auf Wetter, mehr oder weniger. Oder auch auf Nordwind. Da kannst du ruhig den Flugtyp haben auf Eis. Eis könnte zu ihm noch passen, weil halt Nordwind. Aber Wasser kann auch zu Wind passen. Beziehungsweise zum Nordwind. Also von daher kann sich Suicune da so das Beste rauspicken. So, jetzt haben wir wenigstens ein Pokémon, das Server kann. So. Weiter geht's im Text. Auf der Route 21. Hi. Oh, hallo. Möchtest du mir den Rücken eincremen? Oder willst du lieber kämpfen? Also, um Wasser in den Rücken einzucremen, ist, glaube ich, nicht gerade so das Schlauste. Ich meine, wie wollen wir das machen? Lässt du dich auf dem Rücken treiben oder trinkst dabei? Ich meine, theoretisch wäre das möglich. Aber ob du das so machen willst, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Trainer werden immer schwächer. Vielleicht liegt das daran, dass sie immer stärker werden? Who knows? Ach, ich finde es immer irgendwie schade, dass es in Kanto keine richtige Storyline mehr gibt, sondern es eher so eine Beschäftigungstherapie ist. Ich meine, du kannst hier rumlaufen und machen, was du lustig bist. Aber davon abgesehen, es gibt keine wirkliche Storyline, die dir vorschreibt, du musst dahin gehen, da musst du das machen, außer halt die Sachen mit dem Kraftwerk. Aber es gibt irgendwie keine richtige Story-Interaktion, das fehlt mir hier irgendwie total. Vor allen Dingen in den originalen Gold- und Silber-Edition kam mir das irgendwie noch viel schlimmer vor. Ich erinnere mich, da habe ich mit Jutta zusammen Urlaub gemacht, wir waren in Mülheim. Und wir hatten einen Tag, da haben wir nur zu Hause rumgegammelt, war ein Regenwetter und so, man konnte nicht wirklich irgendwo hingehen. Da hatte ich gerade meine Gold-Edition, habe die mitgenommen, weil ich dachte, auch wow, kannst du abends mal so spielen oder so. Und bin dann den Tag frisch nach Kanto gekommen und ich glaube, ich habe für den gesamten Kanto-Plot, falls man das hier Plot nennen kann, damals 2 oder 3 Stunden gebraucht und stand ich schon bei Rot. So viel ist das hier eigentlich gar nicht. Ich meine, jetzt hier in Hard Gold kommt mir das ein bisschen länger vor, weil ich glaube, das liegt auch teilweise an den Animationen. Und hier und da haben die Pokémon, sind es andere Pokémon. Aber ja, Suicune ist noch extra da. Ja, ich habe Gold gespielt, ich habe nicht Kristall gespielt. Weil selbst dann wäre Suicune schon auch nicht da, weil man das in Kristall ja eher fängt. Aber ich glaube, die Routen waren, glaube ich, auch gefühlt kürzer. Vielleicht habe ich auch die Schweigebrücke ausgelassen. Ich weiß es gar nicht mehr, aber wie gesagt, in ein paar Stunden war ich da durch. Corazon, ein gefundenes Fressen. Also im Gegensatz zu Johto, wo du halt was wirkliches zu tun hast, finde ich, wird Kanto so unspektakulär einfach so dran geklatscht. Von wegen, ja, auch komm, Johto war so kurz, hier bitteschön. Ich meine, in Gold und Silber, beziehungsweise auch noch Kristall, macht das tatsächlich Sinn, weil den ist ja. So wie ich das gehört habe, am Ende der Speicherplatz ausgegangen. Wir hätten ja aus dem Grund nicht mal die Safari-Zone bezahlen, ja? Von daher macht das Sinn, dass das Kant schon so ein bisschen zusammengedrückt ist. Aber ich
hier hat man dieses Limit ja nicht mehr. Wage ich zu behaupten. Es wäre schon sehr seltsam, wenn das Gimmick an die gleichen Grenzen stoßen würde wie Dingsens, wie das Originalspiel. Und zu guter Letzt noch ein Corazon. So, ciao. Komm, das Level Up hättest du uns doch geben können. Ach, wie fies. Ja, Mutti. Ach, du willst die Leute verabschieden? Ja, ist schon spät. Ich weiß. Ja, Mami, ich mach ja schon. Lass mich einfach machen, ja? Also, ihr habt Mamilein gehört. Wir müssen jetzt eine kleine Pause machen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao.